Okay, dann können wir einziehen. Können wir hier in den Räumlichkeiten irgendwas machen? Ah, okay. Zurück. Unschön. Muss ich springen, wa? Sieht interessant aus hier. Da kommen wir nicht hoch. Schade. Jetzt haben wir da einen Schnell-Dingensbums, ne? Eine neue Muschel. Mich würde jetzt aber eine Sache interessieren. Das meine ich so. Das Ding ist im Game Pass. Wir probieren mal gleich was. Ich hoffe, das funktioniert und wir müssen nicht zu viel nachholen. Ich möchte es gern testen. So, ich glaube, es wurde gespeichert. Pass mal auf. Ich gehe jetzt hier. Ich habe gesagt, Controller ist vielleicht besser. Ich muss das einfach mal testen. Pass mal auf. Ja, ja, wir switchen mal kurz rüber. Das ist ja das Schöne, dass die Sachen theoretisch möglich ist, ne? Das alles. Oh, Vollbildmodus. Komm mal her. Ja, ich muss mir das anmelden. Ja. Ja. Rödel, Rödel. Frühjahrsangebote, da will ich gar nicht hin. Da ist es, Jusson. Ich hoffe, er hat es synchronisiert. Das wäre es jetzt. Das wäre jetzt richtig krass. Mal, pass auf. Muss aktualisiert werden. Okay, pass auf. Machen wir schnell ein Update. Achso, plus 375 MB, guck mal. Also, wenn das jetzt klappt. Crossplay, eine super Sache. Guck mal, die Videos sind auch schon runter von Quantum Break. Ist gleich startbereit, geht gleich los. Glaube ich. Nee, zum Glück sind es bloß 8 Gig insgesamt für Jusson. Ich hoffe mal, man spricht das richtig aus. Oder Jusander. No? Wie Sie sehen,
Darf ich jetzt? Stattdessen hier spielen. Jawohl. Komm, zeig mir das. Manchmal ist Crossplay doch eine feine Sache. Ja. Mal gucken, wie die Performance da ist. Das war ich nicht. Ach, guck mal. Das ist ungefähr die Ecke, wo wir waren, ne? Ungefähr. Ungefähr. Mama, was ist Pling? Ich guck gerade, was Pling ist. Wir müssen kurz die Steuerung angucken. Irgendwo wird sie sein. Controller, wo ist sie? Da war es doch. Achso, da, Controller Layout. Lass mal kurz gucken. Griff loslassen, Griff festhalten. Griffe loslassen, Griffe festhalten. Hä? Sag mal, haben die... Oder... Haken anbringen, rasten ist linker Trigger. Achso, hier unten haben wir Echo, interagieren, zuhören. Zuhören gibt's auch. Ach, das ist Zuhören. Okay. So, jetzt müssen wir hier leider nochmal hoch, aber wir gucken mal. Jetzt rechts? Nee. Nein. Ist das runter? Nee. Okay, warte mal. Okay, das ist es. Gut. Und das ist wieder alles auf. Gut. Wir müssen uns ja erstmal hier an die Controllersteuerung gewöhnen. Oh, ein Pling hier. Lang. Es ist ein bisschen anstrengender, gefühlt. Wahrscheinlich, weil es jetzt einfach ungewohnt ist. Damit wir kurz abhängen können. Ist gewöhnungsbedürftig. Aber ist okay. Ja.
Aber wenn das hier auf Zeit gehen müsste, da hätte ich dann ein Problem. Weil gefühlt ist es echt komplizierter zu zielen, wo man sich festhalten möchte. Aber schön, dass man sowas mal parallel testen kann. Gut, das kann man am PC auch, aber die Frage ist ja dann immer, ich bin wahrscheinlich zu schnell mit den, mit der Steuerung. So, dann machen wir das nochmal aktiv hier. Klangschalen. Aber damals gab es Wasser. Und zwar hier überall, ne? Wahrscheinlich so, hier in dem Loch ein riesiger Wasserfall. Pass auf, Lara ist der Knubbel, der Boss. Was ist hier? Ja, eigentlich. Als es noch Wasser gab. Ich glaube ja fast, hier gibt es mehrere Wege, die nach oben führen. Entschuldigung, aber mir ist aufgefallen, dass ich meine Zeitung nicht mehr bekomme. Gibt es da irgendwas, das ich tun soll? Könnte es sein, dass ich einfach nur übersehen wurde? Wenn ich schon dabei bin, sollte ich erwähnen, dass mir der Artikel über die Schokoshow wirklich gefallen hat, soll Keke. Hallo, wie Sie wissen, gibt es leider nicht mehr genug Wasser, um das Postsystem am Laufen zu halten und zu wenige Steinchen, um die Zeitung in guten Zustand ans Ziel zu bringen. Deswegen hat das Stimme der Schluchtenteam sich dazu entschieden, die Veröffentlichung zu stoppen. Obwohl unser Wunsch, unsere Leser zu informieren, stärker als je zuvor ist, haben wir uns angesichts dieser neuen Situation noch nicht entschieden, auf welchen Wege wir unsere Tageszeitung veröffentlichen sollen. Danke für das Feedback zur Show. Mir hat es immer sehr gefallen, über dieses Event zu berichten. Hoffentlich haben wir eines Tages die Gelegenheit, uns erneut darüber auszutauschen. Wenn es kein Wasser gibt, erscheint alles so zerbrechlich, nicht wahr? Genau. Er muss ja irgendeine magische Fähigkeit haben, denn zusammen haben wir diesen komischen einen Ring da platt gemacht, ne? Und huch. Ich hab festgehalten.
Also gefühlt ist das mit dem Controller ein bisschen schwieriger, die Kontrolle zu halten. Irgendwann falle ich noch runter hier. Pretty. Ich habe noch nie so viele Menschen aus den Höhlen kommen sehen und manche machen Halt im Niedrigwasser. Vielleicht ist meine Lage doch nicht so hoffnungslos. Das Meer sorgt für geduldige Herzen, wie meine Mutter zu sagen pflegte. Vielleicht werde ich endlich jemanden kennenlernen. Hier war die Auswahl nicht gerade groß. Abgesehen vom alten Jom vielleicht. Er bringt mit seinen Grübchen in schweligen Händen und seinem Karohemd, das er immer trägt, mein Herz zum Schmelzen. Rom, der Bäcker? Ich hoffe, du machst Witze. Ich kann nie genau sagen, ob du mich auf den Arm nehmen willst oder nicht. Wie dem auch sei, ich verlasse auch den Turm. Es tut mir leid, Passa. Ich weiß nicht, wie ich es dir sonst hätte sagen können. Ich wünschte, wir könnten wieder unsere Karabiner einhaken, so wie früher, und anschließend auf dem alten Pier auf Grund laufen. Ich wünschte, ich könnte dich überzeugen, mit mir zu kommen, aber so ist es nun mal. Ich gehe mit dem Nachbardorf. Sie haben einen Platz auf einem ihrer Steinchen für mich gefunden. Wir werden uns irgendwo unten auf der Ebene wiedersehen, oder? Sei nicht sauer auf mich. Ich werde deine Briefe vermissen. War das nicht da, wo... Ah nee, das war da unten, wo wir hingen. Ah, okay. Meinst du, er ist ein Funke? Das könnte natürlich sein. Sein, dass er ein Funke ist, das stimmt. Aber wir müssen ja auch irgendwie eine Fähigkeit haben, weil wir dieses Horn blasen konnten. Wir hatten eine Muschel und wir wussten, was wir zu tun hatten, gefühlt. Erinnert mich an Spot von Dedelic. Das sieht cool aus. Oh Gott, ist das doch ellenweit. Jetzt haben wir sogar die Brille wieder auf. Sonnenwende. Okay, wir müssen darüber.
glaube ich, dass wir hier rüber mussten. Aber scheinbar können hier Vögel überleben. Und die Frage ist, warum? Da kommen wir nicht weiter. Okay. Ja, das hätte was. Nein! Das war nicht gut. Achso. Nun komm. Aha, okay, meine Ausdauer sinkt schneller. Oh nein! Hier ist das Problem, dass der linke Stick reingedrückt werden kann. Und dann... Und dann... hier ausgeruht wird. Oh Gott, ich muss da oben, wa? Uiuiuiui. Thank you.
Nein. Ich hoffe doch nicht. Boah, so viel Zeit. Kannst du mal sehen. 39 Monate. Mindestens. Und das fast täglich. Okay. Oh, ich muss hier hoch. Was ich gut finde, ist, dass wenn Spiele es auch schaffen ohne Sprache, gut, jetzt Bücher und Zettel und so weiter, ist eine Sache, ne? Aber ohne Sprache Dinge zu transportieren. Logbuch 12 Oktaven und 2 Sekunden nach der Jusson. Wir haben es geschafft. Ich bin komplett ausgelaugt. Aber wir sind rechtzeitig angekommen und konnten uns der Expedition anschließen. Wir sind nicht viele, vielleicht eine Handvoll. Sieh dir an, wie dürr dieses arme Ding ist. Sie zittert ja wie eine Nähmaschine. Ich habe mich so schrecklich weit weg von zu Hause gefühlt. Die Stimmen waren aber eher ermutigend als spottend. Meine Bemühungen wurden gesehen und wertgeschätzt. Ich hatte keinen Atem mehr, um zu antworten, doch ich spürte, wie ein neues Gefühl in mir aufstieg. Ich war stolz. Stolz darauf, es so weit geschafft zu haben. Immer noch erschöpft habe ich mich umgesehen. Jeder Einzelne hat alles hinter sich gelassen, um hier zu sein. Sie hatten ein Feuer in ihren Augen, den Wunsch, etwas zu ändern, und ich war ein Teil davon. Das genügte, um mich mit neuer Kraft zu erfüllen. Alu und Beka haben uns mit offenen Armen auf ihren sonnenverbrannten Hof willkommen geheißen. Sie waren emotional und die Stimmung war feierlich. Sie waren die letzten Bauern, die in diesem Gebiet übrig waren und diejenigen, die diese Expedition angestoßen hatten. Sie haben ihr ganzes Leben leider erfolglos versucht, gegen die Dürre anzukämpfen. Auf diesen Klippen wächst nichts mehr. In ihren eigenen lustig anmutenden Worten wächst kein mickriges Pflänzchen auf diesen hier Feldern nicht mehr. Ich hoffe, ich verunstalte den Hochfelddialekt nicht zu sehr. Am Flug. Dann hat Beka uns von ihrem wagemutigen Plan erzählt, zu den Wolken aufzubrechen und Wasser im Himmel zu finden. Bei ihren Worten kam Gemurmel in der Gruppe auf. Man sprach darüber, inwieweit es möglich sei, wie man am besten vorgehen sollte, welche Routen man wählen sollte und welche Gebiete meinen. Wieder Krimi-Dinner, sehr schön. Entspannt euch, ist immer wichtig. Was hat Lilly heute etwas getan? Krimi-Dinner? Hat sie jemand umgebracht oder was? für die Zukunft. Okay. Sie hat heute was? Los, schneller. Ich muss vorlesen. Alu und Beka wollen Ballasts finden, wie sie weiter unten genannt wurden. Riesige Kreaturen aus Wasser, die im Himmel leben sollen. Ballasts existieren nur in Kindergeschichten. Tja, das ist, was ich immer geglaubt hatte, bis ich zu diesem Abenteuer aufgebrochen war. Sie sind Alus und Bekas letzte Hoffnung und ich fange an, ihnen auch zu glauben. Wir haben die Chance, den Turm zu retten. Es liegt an uns, sie zu ergreifen. Ach, hör auf. Ein Ganzes. Sehr gut. Aber guck mal hier. Also so groß unterschiedlich kann es gar nicht sein. Das sind doch die Standard-Kanister. Verschmilzt da schon wieder irgendwas? Mist. Hochziehen. Genau aus dem Grund habe ich das gemacht. Hm.
Bis da. Komm. Ich glaube, ich muss da irgendwas reinflöppeln. Ebenso, bis dahin. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Steuerung mit dem Controller dann doch nicht so der Bringer ist. So, wir werden mal hier. Genau. Ich glaube, wir werden es benötigen. Hör auf. Danke, Flo. Vielen Dank. Es geht nach oben und es geht nach unten. Wir lassen uns erstmal abseilen. Schicke den Züchter des Weißgas. Nicht weiter runter? Scheinbar nicht. So. Das ist aber ungünstig gerade. Ich mache hier ein bisschen ab. Hä? Ich kann nicht. Festhalten. So wird ein Schuh draus. Ach, das ist bloß ein Secret. Ah, okay. Ist das hier drin? Nichts weiter. Jetzt können wir hier wieder hochklettern, vermutlich. Stücke zumindest, ja. Da. Genau. Aus dem Grund.
Aber festhalten, komm. Die Springtaste, aber wahrscheinlich geht es nicht, weil wir uns nicht festhalten. So. Da können wir uns nicht einhaken. Aber wir können hier erstmal hoch. Jawohl. Und von hier können wir uns wahrscheinlich jetzt einhaken, ne? Dann können wir Geronimo-mäßig rüber. Hier rüber. Da geht's hoch. Hier geht's ein Stück runter, aber mir ist eine Leiter. Naja, mehr oder weniger. Ich kann hier nichts festdocken. Doch. Hallo? Ist nix. Schade. Schade. Komm ich jetzt hier wieder hoch? Ach doch, hier. Guck mal, die Pflanze ist jetzt hier runtergegangen. Moment mal. Da, bloß rein. Und hoch. Okay. Das war anstrengend. Das mit dem zeitlichen Faktor finde ich gut. Es braucht ja auch eine Herausforderung. Aber es stresst doch ein bisschen. Kann es sein, dass es immer technologisierter wird hier? Nicht dicht genug, Moment. Oh, aber das sind normale Wassertanks hier, ne? Wie wir sie auch kennen. Und scheinbar wird es immer... Gut, Seile ist klar, aber das sieht alles bekannt aus. Ach, hier hätte ich mich reinhängen können, naja. Ja, mir geht's nicht um das Plündern im Allgemeinen. Mir geht's darum, diese Objekte, die sehen bekannt aus. Das meine ich damit.
Also aus unserer Welt, verstehst du? Das meine ich damit. Also für eine Fantasiewelt, was ich meinte, ist es sehr stark an unsere angelehnt. Vielleicht, um da auch eine Parallele zu bringen. Das kann wirklich sein. Wegen der Naturkatastrophe und so weiter, ne? Wassermangel und diese ganzen Sachen. Hier können wir langklettern nach da oben. Da drüben kommen wir hin. Theoretisch. Hier draußen. Genau. Und jetzt haben wir wieder so haufenweise Möglichkeiten überall. Naja, nicht ganz. Da kommen wir gar nicht rüber. Hier kommen wir gar nicht durch. Okay. Dann nehmen wir den hier. Ja, ja, ich streiche dich mal. Komm mal her. Da ist ein Secret, glaube ich. Irgendwo anders. Da geht's lang. So, einmal streicheln. Versuche mich da oben festzuhalten. Aber er hält sich nicht fest. Nee, er hält sich nicht fest. Nee, macht's nicht besser. Ich glaube, da kommen wir nicht lang. Wir müssen hier lang. Ja, putzig. Jetzt haben wir hier eine Abkürzung geschaffen. Aber warum haben wir eine Abkürzung zurückgeschaffen? Das muss ich noch irgendwie eruieren. Also, wir müssen wahrscheinlich den ganzen Weg wieder runter, dann.
So viele Menschen klettern von den Höhen hinunter. Ich fühle mich wie ein Fisch, der gegen den Strom schwimmt, wie in den Geschichten. Vor der Jusson waren wir den Gezeiten ausgeliefert. Ich kann mich daran erinnern, wie die alten Segelschoner riesige Wellen beschrieben, so wie jene, die die Menschen mit jeder Flut weiter nach oben getrieben hatten. Doch sie hatten selbst nie das Meer gesehen, wiederholten lediglich, was sie von ihren Alten gehört hatten, als sie selbst noch jung waren. Aber da muss ein Körnchen Wahrheit in diesen Geschichten stecken, oder? Das Meer hat die Klippen genährt und im Gegenzug kamen die Klippen den gesamten Turm genährt. Wie dem auch sei, die Bewohner von Niedrigwasser haben ihnen genug geglaubt, um sich auf der Suche nach dem Meer zu begeben. Ich habe auch überlegt, sollen wir versuchen, das verlorene Wasser zu angeln? Auf eine gewisse Weise ja, aber nicht, indem man mit dem Strom schwimmt. Dank Ale und Beka habe ich jetzt die Antwort, sie müssen wieder zur Quelle gelangen. Wir haben unseren Schattenplatz mit einem Mann namens Soy geteilt. Er war auf dem Weg nach unten zur Ebene und hat versucht, uns zu überzeugen, mit ihm zu kommen. Warum bleiben? Er konnte nicht verstehen, warum wir nicht gehen wollten. Ihr werdet aus diesen Feldern nichts mehr rausbekommen. Die Erde ist kein Deut mehr wert. Er hat einen Faust voll Staub als Beweis in die Luft gehalten. Zoe hat sich wieder auf den Weg gemacht, wohingegen wir unsere Pause verlängert haben, ängstlich davor, wieder in die brennende Sonne treten zu müssen. Ich habe mich geweigert, ihm zu glauben. Seit wir aufgebrochen sind, fühle ich, wie ich den Turm neu entdecke. Als hätte ich ihn nie wirklich gesehen oder gehört. Je höher wir steigen, desto stärker verändert sich meine Perspektive. Ich bin mir sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ach du Kacke, guck dir das an. Da oben ist wieder... Da können wir hochklettern. So wahnsinnig viel zu sehen, ja. So, ja, was? Brella-Gazette, Leitartikel. Braunes oder schwarzes Fell, große Ohren, ein Hang zur Nervosität und Faulheit gleichermaßen. Es kann nichts Alltägliches sein als ein Schoko. Zu langweilig und unbeeindruckend für eine eigene ein eigenes Spezial, oder? Falsch. In dieser Ausgabe der Gazette werden wir unser Bestes geben, das Unbeeindruckende beeindruckend zu machen, wobei wir mit dem unauffälligsten Geschöpf anfangen, dem Schoko. Diese Säugetiere sind für uns Zweibänder gleich auf zwei Alten nützlich. Sie legen Eier und kleiden ihre Nester mit Fell aus, was uns köstliche Speisen und dichte Wollknäuel beschert, nicht umgekehrt. Sie aufzuziehen ist jedoch nicht leicht, denn Schokos sind Ausbruchkünstler. Durch unser Zutun oder eher unsere Nachlässigkeit nisten sie inzwischen überall auf dem Turm, obwohl sie ursprünglich aus der Hochfeldregion stammen. Wussten Sie schon, Schokos arbeiten im Verbund zusammen, um ihre glänzenden Eier auszubrüten und die Jungtiere aufzuziehen. Manch einer würde behaupten, sie könnten dadurch besser ihre Nickerchen halten. Doch sehen Sie genau in die Nester, dann erleben Sie vielleicht eine Überraschung. Schokos lieben es, auf glänzenden Dingen zu setzen, also wie Elster, wa? Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über Schokos und ihre Gewohnheiten. Oh, da drüben ist wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, ob wir das vorhin richtig gemacht haben bei dem Teil. Seda, was gibt's Neues? Hast du Arbeit für uns? Die Aufträge werden immer weniger und das Geschäft in der Seilfabrik läuft mir deutlich zu schleppend. Ich fange an, mich zu langweilen. Ich habe alle meine Knoten aufpoliert und gesamte Buchhaltung nachgeholt, die ich schon seit Zyklen aufschiebe. Und Ulf hat alle Maschinen abgestaubt. Jetzt sitzen wir hier und drehen Däubchen. Wir sind nicht gut darin, nichts zu tun. Schön zu wissen, dass noch jemand auf dem Turm übrig ist. Seda ist mit dem Strom gegangen, wie jeder andere auch. Ich weiß nicht, was sie in der Wüste zu finden erwarten. Da draußen wird sich die Sonne auch nicht mehr bewegen als hier. Wir brauchen keine neuen Seile, aber ihr könnt gerne vorbeikommen, wann immer ihr wollt. Ihr werdet euch bald an das Nichtstun gewöhnen. Ihr werdet schon sehen. Das kommt uns doch gerade recht. Dann haben wir mehr Zeit füreinander. Krass. Wir sind immer weiter nach oben. Ne? Wir waren ganz unten. Achso, in der Sequenz waren wir ganz unten. Warte mal, hier ist noch was. An die Person, die ihr Karamellbrötchen in der Cafeteria vergessen hat. Ich habe es gegessen, es tut mir leid. Nicht. Hier ist sowieso niemand mehr. Cass. Wie komme ich jetzt weiter?
da lang. Oh Gott, da oben ist wieder Klettern angesagt. Ich hoffe, das war richtig. Ich weiß aber noch nicht, wo ich hindrüseln muss. Oh Gott, guck mal, da drüben ist eine ganze Kolonie. Ich vermute genau das. Ah, ich sehe es gerade. Da habe ich ein bisschen geträumt. Aua. So, das wird gleich wehtun. Ich hoffe, das Seil reicht. Okay, wir sind schon mal hier. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Ach du Heiliger. Nee.
Nee, never. Da? Ich glaube, da oben muss ich ran. Nee, oder? Nee, da waren wir doch schon. Hält sie nicht fest? Aber ich sehe, was du meinst. Oder hier? Nee, oder? Doch. Nein. Scheiße. Komm, du musst hier runterfallen. Du musst sterben. Nein! Nein! Ach, nee. Ach, hör auf, ey.